inspiriert wurden wir zu dieser Veranstaltung einfach durch die politische Entwicklung der letzten Monate und Zeiten, wo wir längst vergangenes Vokabular wieder hören, wo die Spannungen zunehmen zwischen USA, Russland, China gegen Palästinenser, der Krieg gegen Syrien. Und was das Abartige ist, es wird zunehmend auch diskutiert, Atomwaffen wieder einzusetzen. Eigentlich ein Tabuthema der späten 80er, 90er Jahre, wo man dachte, man könnte es gebannt haben, werden diese Waffen kleiner und gemeiner und es wird so getan, als ob damit wieder ein Krieg planbar, führbar und vor allem auch gewinnbar wird. Nicht nur mit den Atomwaffen, auch mit den Raketenabwehrschirmen. Das hat uns zu der Veranstaltung, wie gesagt, veranlasst. Es sind drei Initiativen, die sehr viel dazu arbeiten. Das ist einmal IPPNB, eine Ärzteorganisation, da kannst du gleich selber vorstellen, Dr. Lars Bohlmeier. Die zweite Organisation ist eine Organisation der Juristen, Dialana, mit dem Rechtsanwalt Gerhard Reisch. Und das dritte ist das Thema Friedensforum und ihr Vertreter ist Volker Groh. Ich sage gleich noch den Einzelnen mehr. Das mache ich aber immer, bevor derjenige drankommt, damit das nicht vergessen wird. Mein Name ist Eva Müller und ich bin vom Thema Friedensforum, da im Sprecherkreis. Ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, die drei Referate hintereinander hören, Verständnisfragen sind immer klar dazwischen, aber hintereinander, weil sie sich etwas überlappen, sonst diskutieren wir den ersten Beitrag ausführlich und beim letzten sitzt dann schon keiner mehr im Saal, das geht nicht. Gerhard Weich ist Rechtsanwalt, er war von 1974 bis 2010 Strafverteidiger. Er beschäftigt sich schon auch ja viele, viele Jahre mit Fragen des Völkerrechts. Er ist in der Friedensbewegung aktiv. Gerd Weich ist im Vorstand von Dialana, dieser Juristenorganisation, und hat sich schwerpunktmäßig mit Atomwaffen und Atomkraft auseinandergesetzt. Und, was auch sehr, sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, du bist Jury, in der Jury bei der Vergabe der Whistleblower-Preises, weil viele Informationen kriegt man durch Whistleblower und wir schützen sie noch nicht ausreichend. Und deswegen ist es ganz wichtig, das eben auch bekannt zu machen. Genau, das war so. So, ich denke, ich übergebe dir das gleich, weil wir wollen ja hören, was du sagst. Ja. Also mein Beitrag, der hier das Ganze eröffnet, handelt über Niederlagen und Erfolge im Kampf für eine atomwaffenfreie Welt von 45 bis 2015. Also die ganze Negevo-Affäre dann Glas übernehmen als Zweiter. Hiroshima und Nagasaki, die entsetzlichen Folgen der beiden Atombomben, die Auslöschung von 100.000 nichtsahnender Menschen, unbewaffnet in Sekunden und das unermessliche Leid der Überlebenden haben damals die Welt erschüttert. Es war ein beispielloses Kriegsverbrechen. Es war zugleich die Geburtsstunde und die Triebkraft der weltweiten Bewegung für eine Welt ohne Atomwaffen. Bis heute. Von Anfang an waren sich die in der UNO nach 1945 zusammengeschlossenen Staaten einig, nie wieder Hiroshima. In der ersten Resolution der UN-Vollversammlung überhaupt vom 23. Januar 1946 wurde eine Kommission installiert, die vor allem die Atomwaffen, aber auch die wirtschaftliche Verwendung der Atomenergie im Blick hatte. Im Juni 1946 ist dort folgender Plan verhandelt worden. Alle Atomwaffen sollten vernichtet werden und die ausschließlich friedliche Nutzung der Atomenergie sollte nur unter Kontrolle der UN stattfinden. Damals scheiterte der Plan in unterschiedlichen Interessen der USA und der Sowjetunion und die Kommission löste sich
kurzer Zeit später als aussichtslos auf. Und danach lag das Thema Abrüstung im Koreakrieg und dann im Kalten Krieg über Jahrzehnte auf Eis. Unter der Behauptung, sie müssten das Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhalten, entwickelten jetzt auch die Sowjetunion Atomwaffen, Großbritannien, Frankreich und China folgten. Und danach vergrößern die USA und die Sowjetunion fortwährend ihre Waffenbestände bis zu mehrfachen Overkill und dann immer mächtigeren Sprengköpfen. Um ein Beispiel zu nennen, ein einziges amerikanisches U-Boot mit 48 Trident-Raketen zu je 4 Sprengköpfen, wie es heute üblich ist, hat heute 10-mal mehr Sprengkraft an Bord als alle im Zweiten Weltkrieg insgesamt abgeworfenen Bomben zusammengenommen. Ein US-Atom. Bis 1990 gab es mehrere völkerrechtliche Verträge, die zwar die atomare Aufrüstung begrenzten, aber die atomare Abrüstung nicht oder nicht wesentlich voranbrachten. An erster Stelle ist der Atomwaffensperrvertrag zu nennen, von 1968, den fast alle Staaten der Welt bereitet haben, auch der Iran und zunächst auch Nordkorea. Dieser Vertrag verfolgt in erster Linie das Ziel, neue Atommächte zu verhindern. Im Gegenzug kann sich allerdings in Artikel 6 des Vertrags die 5 damaligen Atommächte, sind auch gleichzeitig die Vetomächte im Sicherheitsrat, USA, Sowjetunion, China, Frankreich und Großbritannien, sie haben sich verpflichtet, Zitat, in naher Zukunft Verhandlungen über eine vollständige atomare Abrüstung zu führen. Es war ein bedeutender Vertrag mit dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt. 191 Staaten haben ihn ratifiziert. Bis 2017 war der Atomwaffensperrvertrag der einzige völkerrechtliche Vertrag, der das Ziel der vollständigen nuklearen Abrüstung und der wirksamen internationalen Kontrolle verfolgt. Alle 5 Jahre treffen sich die Vertragsstaaten zur Überprüfung und Fortentwicklung des Vertrags 2020 wieder in New York. Das Nichtverbreitungsziel wurde weitgehend erreicht. Befürchtet wurde 1968, dass ca. 35 weitere Staaten in Kürze Atomwaffen haben würden. Das wurde verhindert. Nur Israel, Pakistan und Indien traten dem Vertrag nicht bei und entwickelten Atomwaffen. Und Nordkorea trat aus dem Vertrag 1994 wieder aus, als die USA die Vereinbarung der beiden Koreas, das ist vielleicht für die aktuelle Entwicklung auch sehr interessant, der beiden Koreas von 1992 über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel dadurch blockiert, dass sie den dauerhaften Abzug der US-Atomwaffen aus Südkorea verweigert haben. Das wird auch heute wieder das Problem sein. Heute ist der Nichtverbreitungsvertrag in höchster Gefahr. Jeder Staat kann aus diesem Vertrag mit 3-monatiger Frist austreten unter Berufung auf nationale Sicherheitsinteressen. Und noch stärker ist dieser Vertrag gefährdet durch die hartnäckige Weigerung der Atomwaffenstaaten, ernsthaft gemeinsam über die nukleare Abrüstung auf Null überhaupt zu verhandeln. Leider nannte der Vertrag für diese Verhandlungen in naher Zukunft kein Datum. So ist die nahe Zukunft inzwischen schon 50 Jahre lang. Und die Atomwaffenstaaten rüsten zurzeit nicht ab, sondern im Gegenteil auf. Seit 2000 gibt es auch keinen Fortschritt mehr in den Konferenzen, die da im 5-jährigen Abstand stattfinden, über festgelegte Projekte, wie zuletzt die angestrebte Sonderkonferenz über eine atomwaffenfreie Zone Nahost, auch unverändert höchst aktuell. Das ist der Atomwaffensperrvertrag. Das Zweite, was ich nennen will, ist der Vertrag über atomwaffenfreie Zonen von Tlatelolco 1967, noch ein Jahr vorher. Dieser Vertrag ist ein internationaler Vertrag, der Testen, Stationieren, Besitz, Herstellung von Kernwaffen in der Karibik und in Lateinamerika verbietet. Er wurde 1967 unterzeichnet und inzwischen von allen 33 Staaten Lateinamerikas und der Karibik ratifiziert. Nach diesem Muster wurden dann in den folgenden Jahrzehnten noch 6 weitere Verträge, global gesehen über
kernwaffenfreie Zone geschlossen und heute ist die ganze Südhalbkugel der Erde eine atomwaffenfreie Zone. Ihnen bekannt, das ist sicher eine gute Sache, aber es ist keine Abrüstung von dem, was wir haben. Dann als drittes nenne ich die SALT-Verträge, waren Verträge zur nuklearen Rüstungsbegrenzung. Die haben ihren Namen erhalten durch die Gespräche zur Begrenzung strategischer Rüstung. Strategic Arms Limitation Talks. Sie kennzeichnen die Zeit von 69 bis 79. Verhandelt haben jetzt, und das ist dann in den Folgen auch so geblieben, nur die USA und die Sowjetunion miteinander. Nach gut auf 30 Sitzungen über zwei Jahre hin gelangen keine Abrüstungsverträge, sondern nur mit dem SALT-1-Vertrag ein Stopp für weitere Aufrüstung bei den Interkontinentalraketen für 5 Jahre. 1979 unterzeichneten Brezhnev und Carter den SALT-2-Vertrag, der zwar von den USA dann wegen des Einmarschs der Sowjetunion in Afghanistan nie ratifiziert wurde, man hat ihn aber trotzdem praktisch durchgeführt. Und hier wurden dann auch zahlenmäßige Begrenzungen bei Atombomben, Großmissiles, Luftboden, Windstreckenraketen festgelegt. Und in dem Vertrag hieß es, dass beide Seiten jeweils nur maximal 2400 strategische Trägersysteme, also Trägersysteme sind zum Beispiel ein U-Boot oder ein Bomber oder sowas, also nicht die einzelne Atomwaffe, sollten sie nur unterhalten dürfen und nach drei Jahren sollten diese Systeme auch abgesendet werden auf je 2250 Systeme. Diese Absenkung von ca. 10%, das war das Einzige, was der SALT 2 in puncto Abrüstung erreicht hat. Als Abrüstung im eigentlichen Sinn. Aber es war in Wahrheit die Festschreibung des Status quo unter eifersüchtiger Bewahrung des rüstungspolitischen Gleichgewichts zwischen den beiden Staaten. Nicht genannt habe ich bisher den wichtigen ABM-Vertrag von 1972 zwischen den USA und der Sowjetunion, den Anti-Ballistic Missiles Treaty. Dieser Vertrag erlaubte beiden Seiten nur jeweils ein Raketenabwehrsystem. Im Fall der Sowjetunion war das ein Ring um Moskau. Er zielte nicht auf die atomare Abrüstung, sondern sicherte mit seinem Verbot weitere Raketenabwehrsysteme, die aufzubauen, sicherte er nur das Gleichgewicht des Schreckens. Beide Staaten sollten danach für einen Zweitschlag verwundbar bleiben. Anders ausgedrückt, nach dieser perversen Abschreckungslogik sollte gewährleistet bleiben, dass wer den Atomkrieg eröffnet, als zweiter stirbt. Diese Logik beherrscht immer noch und bis heute den schleppenden Fortgang der nuklearen Abrüstung. Die USA haben nach 9/11 diesen Vertrag 2002 gegen den heftigen Widerstand Russlands aufgekündigt und errichten nun seit Jahren um Russland und China herum einen Ring von Abwehrraketen. Russland und China verstehen diese Systeme als Vorbereitung für einen straflosen Erstschlag mit Atomwaffen. Zumal die USA sich bis heute in ihrer Nuklearstrategie den Erstschlag vorbehalten, im Gegensatz zu Russland und China, die nur auf einen atomaren Angriff mit Atomwaffen antworten wollen. Am 1. März dieses Jahres hat Putin in seiner Rede vor der Duma neue Waffen vorgestellt, die wegen ihrer lenkbaren Flugbahn und hohen Geschwindigkeit von den jetzt installierten Raketenabwehrsystemen nicht abgewehrt werden können. Leider ist in unserer Presse nicht dargestellt worden, dass dies in der Sicht Russlands nur der Wiederherstellung des wechselseitigen Pakts dienen sollte, dass die USA mit ihren Abwehrsystemen seit 2002 außer Kraft gesetzt haben. Dann will ich reden über den Kampf gegen die Mittelstreckenraketen und den INF-Vertrag. Was ich bisher geschildert habe, betrifft immer nur die strategischen Raketen. Das sind die Langstreckenwaffen, also die über 5000 Kilometer fliegen können. Das heißt, das ist der Austausch für den GAU zwischen USA und Sowjetunion direkt. Die Mittelstreckenraketen sind Waffen, die bis maximal 5000 von 500 Kilometern an bis 5000 fliegen. Und Anfang der 80er Jahre entwickelten sich das
dieses Problem der Mittelstreckenwaffen. Dadurch spitzt es sich zu, dass auf beiden Seiten in Europa Mittelstreckenwaffen jetzt mit Atomsprengköpfen installiert werden sollten. Damit war für alle Beteiligten klar, jetzt rückt Mitteleuropa als das atomare Schlachtfeld in den Blick. Das ist klar, und so weit reichen die ja nicht, diese Waffen. Wir erinnern uns, die deutsche Friedensbewegung ist rasch angewachsen und hat im Verbund mit europäischen Friedensbewegungen in Ost und West Millionen gegen diesen Irrsinn organisiert. Und auch wenn zunächst die Stationierung ab Dezember 1983 nicht verhindert werden konnte, blieb der Widerstand anhaltend und führte dann im Zusammenhang mit Ostannäherung und Perestroika doch zum INF-Vertrag. INF, das ist der Intermediate Range Nuclear Forces, das ist, heißt eigentlich nur atomare Mittelstreckenraketen, mehr ist damit nicht gemeint. Das ist der Vertrag von 1987. Mit dem ist dann festgelegt worden, dass beide Seiten ihre insgesamt 2700 landgestützten Mittelstreckenraketen in Europa vollständig verschrotten. Das ist tatsächlich durchgeführt worden. Und das war insofern schon ein Abrüstungsschritt von Bedeutung, weil hier eine ganze Waffengattung vollständig zerstört wurde. Und zugleich ist durch die Verhandlungen damals ein gutes Klima für weitere Verhandlungen zwischen Reagan und Gorbatschow entstanden, das dann die Stadtverträge beförderte in den 90er Jahren. 1986, das ist auch völlig vergessen, schlug Gorbatschow sogar die vollständige Abschaffung aller strategischen Atomwaffen binnen 10 Jahren vor. Darauf überbot ihn Reagan mit dem Vorschlag, in dieser Zeit gleich alle Atomwaffen abzuschaffen. Aber leider war es nicht von Dauer. Die USA haben bald diesen Vorschlag wieder zurückgezogen. Es war wesentlich im Widerstand der NATO und auch der Bundesrepublik, muss man sagen. Und der einzige Erfolg dieser ganzen Zeit war also der INF-Vertrag. Und um die Dimension aber dann wieder zurechtzudrücken, der INF-Vertrag führte nur zur Zerstörung von 8% des damaligen beiderseitigen Atomwaffenpotenzials. Im Bereich der Mittelstreckenwaffen blieben auch noch die Atombomben oder die U-Boote, die auch solche Raketen abschießen, natürlich erhalten. Also ein eingeschränkter Erfolg. Und um das auch nochmal als Zahl zu nennen, trotz der vereinbarten Aufrüstungsstopps und der teilweisen Abrüstung mit Boden Anfang der 90er Jahre, als in ein neues Zeitalter eingeleitet wurde, immer noch jeweils mehr als 25.000 Nuklearsprengköpfe auf Seiten der USA und der Sowjetunion im Weltkrieg. 25.000 jeweils auf beiden Seiten. Dann komme ich zu den sogenannten Stadtverträgen. Das sind die, die dann in den 90er Jahren eine Wende in der Geschichte der Abrüstung zur Folge hatten. Nach dem Wettrüsten im Kalten Krieg verpflichten sich jetzt USA und Sowjetunion erstmal zum Abbau strategischer Atomwaffen. Der erste Vertrag, der Stadt 1, wurde 1991 von Bush und Gorbatschow unterzeichnet und trat 1994 in Kraft. Das sah eine Verminderung. Ich nenne jetzt einfach nur die Atomraketen, die nuklearen Köpfe, kann man das besser vergleichen, wenn man sich vorstellt, auf 6.000 Atombomben jeweils sollten oder zulässig sein. Der Vertrag ist erfüllt worden und lief 2009 im Dezember aus. 1993 haben dann der ältere Bush und Boris Jelzin einen weiteren Vertrag installiert in Stadt 2. Er verlangte jetzt den Abbau der strategischen Atomsprengköpfe auf jeweils 3.000 bis 3.005. Auch das ist erfolgreich. Dann kommt noch einer der Soft-Vertrag, das will ich jetzt übergeben. Immerhin war da der Beschluss, es sollte jetzt um 2/3 auf E1700 bis 2200 verringert werden. Und das ist dann überholt worden durch den letzten und jetzt für uns wichtigen, den sogenannten USTAP-Vertrag, mit dem sich USA und Russland verpflichteten, in 7 Jahren ihre nuklearstrategischen Trägermittel
U-Boot, interkontinentalen Tarnraketen und Langstreckenbomber, also die Systeme auf je 800 zu halbieren und die Zahl der Sprengköpfe um ein weiteres Drittel auf je 1550 zu verringern. Überraschenderweise hätten Moskau und Washington eigentlich erst bis Februar dieses Jahres 2018 ihre auf weitreichenden Atomraketenbomben stationierten Sprengköpfe abbauen müssen. Im Oktober 2017 lag aber Russland nur noch 11 Sprengköpfe über diesem Limit und die USA bereits rund 150 darunter. Also dieser Vertrag ist praktisch vollständig durchgeführt worden. Und es ist auch neulich bemerkenswert, dass die gemeinsame Überwachung dieses Vertrags und seiner Durchführung seit Jahren reibungslos verläuft. Fast 14.000 Benachrichtigungen über Änderungen in den Atomarsenalen haben Moskau und Washington seit dem Inkrafttreten ausgetauscht. Und mehrmals jährlich haben sie auch vor Ort Inspektionen jeweils dem anderen erlaubt, um zu sehen, ob das auch tatsächlich so geht, wie es mitgeteilt wird. Damit bewiesen die Atommächte einander Verlässlichkeit und Transparenz trotz Krim, Ukraine und Syrien. Also ich fand das total überraschend, das ist das erste Mal gewesen. Seit Oktober 2017 verhandeln jetzt beide Seiten über die Verlängerung dieses Abkommens um weitere 5 Jahre. Russland hat zugestimmt und will das gerne. Obama hat dazu am 19.06.2013 in Berlin öffentlich erklärt, die USA hätten mehr strategische Atomwaffen als zur Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit nötig und eine weitere Reduktion sei durchaus möglich. Der Radikalsabbau wäre auf 300 bis 400 Sprengköpfe. Also das wäre nochmal jeweils um 3/4 reduziert. Nach Obama. Nach Obama. Das war vor Trump. Vor allem in Washington mangelt es an der Bereitschaft, dieses Abkommen, den New START, nochmal zu verlängern. Trump ist besorgt, die Vereinigten Staaten könnten nuklear hinter anderen Nuklearwaffenstaaten zurückfallen. Die USA, sie erinnern sich wahrscheinlich an sein Versprechen, das Rudel der Atomwaffenstaaten anzuführen. New START bezeichnet er als einseitig und schlecht, obwohl es doch ein sehr erfolgreiches Abkommen gewesen ist. Also das lässt fürchten, dass auch in diesem Sektor das Völkerrecht leider nicht mehr viel zu melden hat und reine Machtpolitik an die Stelle getreten ist. Wie lange läuft dieser New START noch? Also der New START läuft bis 2021 und sollte dann bis 2026 verlängert werden. Also wenn dieser Vertrag und der EMR-Vertrag, wenn die beide zu Ende sind, dann gibt es keine völkerrechtliche Bindung mehr, überhaupt gegen eine weitere Aufrüstung. Abgesehen natürlich vom Atomwaffenstaatsvertrag, der das strikt verbietet, gegen die Atomstaaten laufen, verstoßen. Und ich will jetzt aus den 90er Jahren vielleicht noch zum Abschluss eingehen auf wichtige internationale Bewegung aus der Zivilgesellschaft, um den lahmenden Abrüstungsprozess wieder in Fahrt zu bringen. Das ist an erster Stelle durch ich nennen und vielleicht damit auch jetzt belassen, das World Call Projekt. Im Mai 92 trafen sich auf Einladung von IPPNW, Jalana und dem International Peace Bureau, das ist dieses die älteste Organisation, die das von Sündner noch mitgegründet hat, die immer noch besteht. In Genf haben sich 108 Leute aus diesen Organisationen, Diplomaten, Naturwissenschaftler und Vertreter der internationalen Friedensbewegung und hoben dieses Projekt internationaler Gerichtshof außer Tauch. Ziel war, die Mehrheit der UNO-Staaten für einen Antrag der Vollversammlung im internationalen Gerichtshof zu gewinnen. Der sollte dann einen Richtspruch erlassen, dass der Einsatz von Atomwaffen und schon die Androhung eines solchen Einsatzes mit dem geltenden Völkerrecht nicht vereinbar ist. Das Projekt fand großen internationalen Zuspruch. Hunderte von internationalen Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften und Bürgerrechtsgruppen unterschrieben dafür. Auch eine Reihe Nobelpreisträger und andere bekannte Leute. Im Juni 1994, also nach gut 2 Jahren Kampagnenarbeit, wurden im IGH, die in Haag
Listen mit mehr als 100 Millionen Unterschriften übergeben. Keiner, die dieses Projekt unterstützt, 100 Millionen Unterschriften. Auf der UN-Ebene versuchten die Atomwaffenstaaten und ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, mit den üblichen Mitteln zu verhindern, dass eine Mehrheit für den Antrag in der UNO zustande kam. Erfolglos. Im Dezember 1994 verabschiedete die Generalversammlung mit 78 gegen 43 Nein und 38 Enthaltungen, ja, man kann sich wieder denken, dass die üblichen Verdächtigen sind, den Auftrag an den IGH. Und am 8. Juli 1996 verkündete der Internationale Gerichtshof mit einer Mehrheit von 10 zu 4 Richterstimmen, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen nach dem Völkergewohnheitsrecht nur im äußersten Fall der drohenden Existenzvernichtung eines Staates rechtlich zulässig sein könnte, falls bis dahin Atomwaffen entwickelt sein würden, die unter anderem zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung unterscheiden könnten. Was bis heute bekanntermaßen nicht der Fall ist. Das wird leider immer unterschlagen, wenn man sagt, es ist eigentlich ausnahmslos. Es ist ausnahmslos verdammt worden, im Grunde, weil das internationale Völkerrecht kann gar nicht eingehalten werden durch Atomwaffen. Und diese, die Staaten der Welt bis heute bindende völkerrechtliche Klarstellung ist von enormer Wichtigkeit, weil es bisher nach wie vor kein ausdrückliches Atomwaffenverbot gibt. Und diese Lücke versucht jetzt, der Atomwaffenverbotsvertrag zu schließen, und dazu wird ein Maßgeist reden. Für unser Thema der atomaren Abrüstung ist die weitere Feststellung des Gerichts bedeutsam. Unabhängig von Artikel 6 des Nichtverbreitungsvertrags, also auch für die Atomwaffenstaaten Israel, Pakistan, Indien und Nordkorea, besteht für alle Staaten der Welt die völkergewohnheitsrechtlich zwingende Verpflichtung zur vollständigen nuklearen Abrüstung. Das ist geltendes Recht. Und ich will schließen mit einem Zitat. Unsere Welt braucht nicht noch mehr Bedrohungen. Wir sollten uns stattdessen an den Verhandlungstisch setzen und gemeinsam ein neues, wirklich funktionierendes internationales Sicherheitssystem erarbeiten und über eine nachhaltige Entwicklung der menschlichen Zivilisation nachdenken. Das fordern wir schon lange und unsere dazu gemachten Vorschläge gelten immer noch. Wir achten das Völkerrecht und glauben an die unantastbare zentrale Rolle der Vereinten Nationen. Hat sie mal das gesagt, Putin 2017. Als nächstes kommt Dr. Lars Kohlmeier dran. Du hast den Übergang ja schon gemacht. Ich sage jetzt noch was zur Person. Lars Kohlmeier ist seit 27 Jahren engagiert gegen Atomwaffen. Ja? So. Wir sind noch älter. So. Also, seit 14 Jahren engagiert gegen Atomwaffen. Du warst im Vorstand von IPBND bundesweit und hast da auch vor 10 Jahren mit der Initiative angeschoben zu ICAN, zu der du auch gleich was sagen wirst. ICAN ist die Initiative, die ja 2017, also im letzten Jahr, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und einige von Ihnen waren ja auch mit dabei, als wir das auf dem Marktplatz gefeiert haben. Du warst in Oslo dabei, als es dann offiziell überreicht wurde. Und du warst auch bei den Hunderten von Gesprächen, Verhandlungen, Diskussionen dabei und hast das Ringen um diesen Vertrag auch sehr eng begleitet. Ich denke, wir wollen das jetzt von dir selber hören. Arzt zu sein heißt, im Vordergrund unserer Arbeit zu stellen, das humanitäre Anliegen. Ich bin ja kein Experte fürs Recht. Ich kann nur sagen, als Arzt, ein Einsatz von Atomwaffen hätte so katastrophale humanitäre Folgen, dass allein deswegen ein solcher Einsatz unmöglich gemacht werden muss durch die Politik ohne Wenn und Aber. Und das ist auch der Ansatz gewesen, der zu einem großen Erfolg jetzt mit dem Ächtungsvertrag der Atomwaffen geführt hat. Und der, das muss man ganz klar sagen, auch wenn das ein bisschen ein anderer Ansatz nochmal war, natürlich wir mit dieser Arbeit auf den Schultern der Vorarbeit, erstens von vielen Menschen aus der Anti-Atomwaffenbewegung gestanden hat und auch auf den Schultern all dieser Verträge, die Gerhard genannt hat. Das darf man, das finde ich, muss man immer
auch den vielen Leuten, die dann neu dazugekommen sind, darüber werde ich gleich auch erzählen, sagen, dass man immer auf der Schulter, auf den Schultern der Leute steht, die die Arbeit schon gemacht haben. Ein Vertrag hast du jetzt, glaube ich, abgekürzt, nämlich die Atomwaffenkonvention. Weil das extra Was auch, da werden wir nochmal drüber sprechen, auch ein Aqua Mini Zivilgesellschaft, die ganz große Rolle gespielt hat, großartige Rolle auch die Altstadt. Ich habe nochmal zum, das sollte mein eigentlicher Einstieg sein, überlegt, wie entsteht eigentlich Veränderung an diesen Zahlen? Was macht es, was macht den Unterschied, dass man etwas erreichen kann auch? Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mal, man muss in diesem ganzen System von Zahlen und Waffen und so weiter letztlich die Herzen der Leute erreichen, die Entscheidung tragen. Das ist Teil unserer Arbeit gewesen, die auch zu diesem Erfolg geführt hat. Und ich denke mal, ein Beispiel, das illustriert, welche Ingredienzien braucht es, das ist das Rezept, um was zu verändern. An einem Moment in der deutschen UN-Vertretung im Jahr 2000, bei einem dieser frustrierenden Konferenzen zum Atomwaffensperrvertrag, der in der Sackgasse steckt. Und da gab es eine Initiative von 50 deutschen Oberschulschülerinnen und Schülern aus Heidelberg. Die hatten ein Gespräch gebeten mit Friedrich Gröning, der war damals der UN-Botschafter Deutschlands, ein sehr erfahrener Diplomat. Und so in der Debatte um die Sache stand ein 17-, 18-jähriger Schüler auf und sagte mit ganz großer Bestimmtheit: Wie können Sie verantworten, uns ein solches Erbe dieser Atomwaffen zu hinterlassen? Und das war ein ganz starker Auftritt. Und dieser Diplomat, der sicherlich unserer Sache persönlich wohlgewollt ist, das ist mir schon glaube, aber in diesem Dickicht von Diplomatie, wie es so schön ist, dann festhing, der fing auf einmal an zu weinen. Wo man dachte, das ist eigentlich unmöglich, aber sozusagen jemand, der alles schon gesehen gemacht hat, der war so bewegt und sagte, die Atomwaffen, die gehen nicht einfach so weg, und konnte dann tatsächlich nicht weiterreden und musste das Wort seinem Stellvertreter, der mit im Saal war, übergeben. Und das fand ich eine extrem bewegende Szene, weil es so gezeigt hat, einmal, man muss diesen persönlichen Kontakt mit Entscheidungsträgern suchen. Das denke ich an unsere Aufgaben. Es gibt junge Leute, die interessiert sind an dem Thema und die wahnsinnig gut sind. Die muss man versuchen, die muss man identifizieren, die sind heute auch nicht da, aber die gibt es und das muss man entwickeln. Und man muss eben auch sagen, dass es braucht eben auch finanzielle Mittel, weil die 50 Schüler aus Deutschland, die dann einen tollen Job gemacht haben, die müssen eben auch wieder hinkommen. ICAN, das ist eine große Erfolgsgeschichte geworden. Du hast eben schon gesagt, 2006 ist diese Initiative durch die IPPNW gegründet worden. Ich war damals mit dem internationalen Vorstand der IPPNW und einer der 20 Leute, die darüber entscheiden mussten, stecken wir unsere Ressourcen in ein solches Projekt. Unsere Idee war damals, wir haben ein tolles Verhältnis zu unseren, ich sag mal, Schwesterorganisationen wie die Alana zum Beispiel, die eine tolle Arbeit machen, aber wir sind so ein bisschen im akademischen Turm und wollen überlegen, wie kann man Raum schaffen, wie kann man an junge Leute kommen, wie kann man eine andere Art von Kampagnenarbeit machen. Und darüber ist die Idee entstanden, praktisch gezielt junge Leute anzusprechen, einzubinden, auch mit neuen sozialen Medien, Internet und so weiter. Wir haben eigentlich ursprünglich gestartet. Damals gab es die klare Idee dieses Echtungsvertrages noch gar nicht. Das hat sich dann sozusagen im Laufe der Zeit entwickelt, weil sozusagen andere Instrumente dann so frustrierend waren wie der Atomwaffensperrvertrag. Der Gründer ist auch ganz interessant. Die Idee, was Junges zu machen, ich komme von einem malaiischen Frauenarzt, der mittlerweile 92 Jahre alt ist, Ron McCoy, aber in seinem Herz und seiner Geistation immer war. Mensch. Der große Punkt, es gab die tolle Möglichkeit in Australien dann, einmal die Kooperation mit dem Internationalen Roten Kreuz, das hier noch nicht genannt worden, die eine ganz wichtige Rolle gespielt haben in dem weiteren Verlauf, im Entwicklungsverlauf. Es ist mit dem Australischen Roten Kreuz zusammen gelungen, eine Stiftung dazu zu bewegen, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine solche Kampagne initial zu
den Weg zu bringen, die Polar Foundation. Leider gibt es die Stiftung nicht mehr. Auch da sind finanzielle Möglichkeiten heute nicht mehr für uns vorhanden. Der eigentliche, ich sag mal, Aufstieg der Kampagne hat wiederum mit dem Atomwaffensperrvertrag zu tun, nämlich mit dem Scheitern der angestrebten Konferenz zur atomwaffenfreien Zone im Mittleren Osten. Die sollte nämlich 2012 in Finnland stattfinden. Da hat sich die finnische Regierung, das hat hier überhaupt nicht in der Zeitung gestanden, das konnte man nur keines mal auf den Hinweis der Politikseite lesen, hat sich wirklich wahnsinnig bemüht, die Player in diesem Bereich an einen Verhandlungstisch zu bringen. Und auch die USA und Obama hatten lange überlegt, ob sie an einer solchen Konferenz, die als richtig angesehen worden ist im Rahmen der Verhandlungen, da ob die USA daran teilnehmen würden, das ist dann sozusagen sang- und klanglos eingestanden worden, die Idee. Und die damalige norwegische Regierung, Helsinki und Oslo, sind ja nicht so weit voneinander entfernt, die damals sozialdemokratische norwegische Regierung hat gesagt, wir sind offen, um was Eigenes zu machen, und hat tatsächlich auch mit erheblichen finanziellen Mitteln in unserer Millionenhöhe Geld in die Hand genommen, auch für ICANN, um eine Konferenz außerhalb des UN-Settings durchzuführen. Das war der Startpunkt, um zu sagen, wir treffen uns auf einer Arbeitsebene mal mit Vertretern der Zivilgesellschaft und mit Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes und diskutieren mal, wo stehen wir in Sachen Atomwaffen unter dem Schwerpunkt humanitäre Folgen von Atomwaffen einsetzen. Außerhalb der UN, damit man sozusagen nicht in diese ganzen, dieses ganze Klein-Klein von Machtansprüchen kommt, also sagt, wir machen was Eigenes und auf kleinerer Flamme vielleicht. Die Bundesregierung hat daran auch teilgenommen, viele haben daran teilgenommen. Die USA haben letzten Endes daran nicht teilgenommen, das war aber nicht so relevant für den Erfolg der Veranstaltung. Das fand statt im März 2013. Diese Konferenz und war ein großer Erfolg. Ungefähr 500 Menschen aus den Nichtregierungsorganisationen waren in Oslo. Ich war auch mit dabei und haben sozusagen ein Rahmenprogramm dafür, ich sag mal, die richtige Stimmung und das richtige Setting gesorgt. Und eine Reihe von unseren Vertretern waren auch eingebunden in die Programmgestaltung des Hauptkongresses. Das ist doch als so positiv empfunden worden, von dem Hintergrund der Frustration, die man sonst hat, dass tatsächlich die Regierung von Mexiko gesagt hat, wir wollen diesen Kontakt halten und eine Folgekonferenz im Januar 2014 in Nayarit, vor sehr schöner Kulisse, muss man sagen, durchgeführt hat. Und da waren auch viele NATO-Staaten vertreten, auch die Bundesrepublik war durch Diplomaten hochrangig vertreten und da ist sozusagen das Rad weitergedreht worden. Es hat dann zu einer dritten Konferenz, und jetzt werden wir zu kommen, jetzt kommt Konferenz. Es gab eine dritte Konferenz in Österreich, und da war eigentlich so ein Punkt erreicht, wo man sich entscheiden musste. Es war klar, man kann nicht mit gutwilligen und gutwilligen Diplomaten immer über die, ich sag's jetzt mal, ein bisschen lapidar, über die gleiche Sache reden, sondern irgendwann muss man sagen, wo es geht. Und wehtun tut es bei der UN natürlich. Und deswegen ist dann irgendwie Dezember 2014 in Österreich beschlossen worden, es ist jetzt der Punkt erreicht, entweder stirbt dieses Konzept jetzt aus, weil es sich erschöpft hat, oder wir sagen, wir haben so viel guten Willen an den anwesenden Regierungen, wir tragen unser Anliegen, Verbot von oder Abrüstung einzuleiten im Bereich Atomwaffen zurück an die Vereinten Nationen und auch daran, wo die Atomwaffenrechte zugegen sind. Und tatsächlich hat dann den erbitterten Widerstand übrigens vor allem auch der Obama-Administration hinter sich gerissen. Die haben nicht nur Druck gemacht innerhalb der NATO, sondern die haben auch Druck gemacht mit Androhung wirtschaftlicher Konsequenzen auf die vielen blockfreien Staaten. Das will man ja so gar nicht glauben, was da hinter den Kulissen alles abgelaufen ist. Hat es trotzdem eine Entscheidung gegeben, 2016 im September bei der UN-Generalversammlung. Und das ist jetzt eine sensationelle Entscheidung gewesen, die uns sehr viel Hoffnung gegeben hat, nicht nur zu sagen, wie heißt es beim UN-Vertrag, in einem überschaubaren Zeitraum, in einem nahen zeitnahen Zeitraum, sondern zu sagen, festes Datum, bis zum Sommer 2017 soll abschließend ein Vertrag auf UN-Ebene verhandelt werden, der die Ächtung von Atomwaffen regelt. Und das war
diese Zeitlimit, das ist natürlich unsere Erfahrung, dass wenn man das nicht reinschafft, das nicht funktioniert. Das ist gelungen, das festzulegen. Und tatsächlich in der Nacht zum Heiligen Abend 2016, sozusagen die allerletzte Kurve, bevor alles nach Hause gegangen ist, ist das mit großer Mehrheit, ich glaube, 130 Staaten der Welt haben dafür gestimmt. Und dann ist tatsächlich sehr schnell in zwei Verhandlungsrunden, denn wie wir wissen, die in diesem Thema arbeiten, die Instrumente und die Ideen, die es braucht, um sozusagen was Sinnvolles in Sachen Abrüstung zu bringen, gibt es ja nicht. Also es muss nur der Wille da sein, das zu machen. Und es ist tatsächlich gelungen, unter der Leitung einer Diplomatin aus Costa Rica, in zwei Verhandlungsrunden tatsächlich am, ich glaube, es war dann der 7. Juli 2017, ein Vertragswerk, was nur 8 Seiten hat, relativ überschaubar ist, aber zu verhandeln, wo eben festgelegt wird, dass die, das gilt halt so, verstehe ich, dass das Juristen, die Länder, die diesen Vertrag beitreten, für die ist das bindend, dass halt der Einsatz von Atomwaffen unter allen Umständen geächtet wird und dass sich Länder, die diesen Vertrag unterschreiben, in keiner Weise beteiligen an Erwerb und Verbreitung von Atomwaffen. Besitz auch. Und was mir wichtig war, weil das so eine Sache ist, die mich auch lebenslang angetrieben hat, in diesem Vertrag sind auch die Opfer des Atomzeitalters. Und die Opfer sind ja nicht nur die Menschen, die in Hiroshima und Nagasaki umgekommen sind, die Opfer sind auch die Menschen aus den Atomtestgebieten. Diese Opfer bekommen eine Rolle in diesem Vertrag. Es gibt eine Aufforderung, dass sozusagen eine Kompensation, wie die aussehen soll, ist nicht geregelt, aber dass sozusagen bedacht wird, dass sie einen Anspruch haben auf die Kompensation über das unendliche Leid, was die Atommächte und wir in deren Windschatten als NATO-Mitglied über diese Menschen gebracht haben. Für mich, das wäre nochmal, das ist manchmal so eine Frage unter uns. Es gibt eine sehr große Frustration über den Atomwaffensperrvertrag. Manche erleben das auch als Abkehr aus den bisherigen diplomatischen und völkerrechtlichen Vereinbarungen. Ich persönlich kann mal sagen, das ist immer interessant. Ich sehe das immer als Ergänzung. Es ist eher entstanden aus diesen wirklich bösen Spielereien der Atommächte, die, du hast das angedeutet, ich war auch bei dem Kontrollverhandlung zum Atomwaffensperrvertrag, die Einigkeit der Atommächte, die Einigkeit der Russen und der Westamerikaner, wenn es um die Interessen zur Sicherung ihres Atomwaffenstaates ist, das ist wirklich, da sind die wie Bruder und Schwester und laufen gleich mit ihren Erklärungen und mit dem, was sie gegenüber der nicht bewaffneten, nicht atomaren Welt haben. Und trotzdem ist es für mich ganz klar eine Ergänzung. So, was hat ICAN geschafft? ICAN ist gemeinsam mit dem Internationalen Roten Kreuz, deren Rolle ich ganz hoch sehe in diesem Prozess, hat es halt geschafft, auch sehr viele junge Menschen weltweit einzubinden. Das war eben Glück, dass wir ICAN große finanzielle Mittel hatte, um dafür auch einfach Ressourcen zu haben. Das kostet eben Geld, sowas zu machen. Campaigner einzustellen, Leute zu interessieren. ICAN hat es auch geschafft, diese politische Arbeit auf alle Kontinente der Welt zu tragen, sodass eben auch beteiligte Menschen sich beteiligen konnten, die sonst nicht die finanziellen Mittel hätten, vielleicht sich auch international einzubringen. Und eben auch modernen Medien, wer mal auf den ICAN Internetseiten sich anschaut, was dafür, ich zeige manchmal so Filmchen, das ist also wie von Leuten anzusprechen und auch eine andere Art der Ansprache zu haben, das ist schon toll. Wir versuchen das fortzuführen, auch mit nur, dass es mal so illustriert wird. Es gibt einen Internetkurs aus der Medizin, Medical Peacework, das ist auch immer der Zeit entstanden, wo man internetbasiert ist über einen deutschen Arzt, der in Norwegen lebt, kann man sich da fortbilden. Es gibt Seminare, die speziell Studenten ansprechen, Wikipedia-Workshops, wo man sozusagen versucht, Manpower zu verbreiten. So, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, ich sage nochmal meine letzten Punkte hier kurz. Hoffnung, Vertrag, da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren. 122 Länder haben den Vertrag unterzeichnet, super, damit es aber nicht in Kraft ist. Dieser Vertrag muss dann letztlich ratifiziert werden durch die nationalen Parlamente.
Das ist seit Juni letzten Jahres von 8 Ländern mit dem Standort geschehen. Das klingt wenig. Da bin ich auch kein Experte. Ich höre, dass das im Rahmen sei und eben dauern würde. Da müssen wir aber nachhaken, weil natürlich es müssen 50 Länder ratifizieren, sonst ist das hinfällig. Insofern ist es unsere Aufgabe, sozusagen die Parlamente der Welt dazu zu bewegen, hier die Verträge zu ratifizieren. Um welche Länder geht es da primär? Natürlich um die 122, die dieses Vertrag unterzeichnet haben. Die Bundesrepublik Deutschland gehört nicht dazu. Ich nenne das öffentlich immer eine Schande unseres Landes, weil ich denke, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass wir ein Selbstbild haben, dass wir die Vereinten Nationen unterstützen. Deswegen ist es natürlich skandalös, dass wir einen internationalen Vertrag von solch einer Tragweite nicht mal in Verhandlungen letzten Endes teilgenommen haben und diesen Vertrag nicht unterzeichnet haben. Also wir müssen die Blockfreien dazu bewegen, dass auch ratifiziert wird. Auch das ist teilweise eine finanzielle Geschichte letzten Endes. Sie müssen sich vorstellen, an manchen Verhandlungen nehmen manche Regierungen aus finanziellen Gründen gar nicht teil mit der Delegation. Das ist ja ein reales Problem bei den Vereinten Nationen, auch wenn sie gutwillig sind. Und wir müssen eben sehen, dass auch Schlüsselstaaten den Vertrag ratifizieren. Dazu zählen Länder, die nicht in der NATO sind, Schweden zum Beispiel, in so Ländern wie eine Schlüsselstellung. Weil in Europa ist es ganz dunkel, da gibt es ganz wenige Länder, die da mit dabei sind. Deutschland ist ein besonders dicker Brocken, das könnt ihr euch vorstellen. Trotzdem ist natürlich unsere Aufgabe, hier die Bundesregierung zu bewegen. Die Stadt Bremen hat da, ja, du wirst ja gleich etwas zu sagen und zu diskutieren, über die Bürgerschaft. Finde ich eine tolle Vorarbeit geleistet. Ich habe selber über die Vorträge der SPD jetzt im Kreis Diepholz, die haben jetzt einen Antrag gestellt, da läuft das weiter, das müssen wir weiter bewegen aus meiner Sicht. Ja, und ich merke, dass wir natürlich über den Friedensnobelpreis, nochmal zum Ende, natürlich neue Zugänge haben. Man muss weniger Pinken putzen, sondern es wird dann die Tür auch mal aufgemacht von alleine, bevor man schon auf der Straße gelebt ist, einmal. Und am Ende nochmal, der Friedensnobelpreis ist der Kampagne ICAN gewidmet worden. Das ist eine Kampagne, das ist unsere Arbeit, das ist unsere Arbeit, das ist eure Arbeit, das ist unser Friedensnobelpreis. Was löst das für ein Gefühl in mir aus? Ich wusste, man weiß nicht, wer den Nobelpreis bekommt, aber wirklich nicht lang, aber ich wusste, dass ICAN in der näheren Auswahl sein sollte. Insofern war ich halt auf Mallorca am Strand mit meinem Smartphone gegangen, als um 11 Uhr die Bekanntgabe war. Und ich habe mich natürlich gefreut, aber ich habe auch an die Menschen gedacht, die ich kennengelernt habe, die gelitten haben, die Familiengeschichten mit den Toten aus den Strahlenopfern, an die habe ich auch gedacht in dem Moment. Das eröffnet uns natürlich neue Möglichkeiten, die müssen wir alle gemeinsam nutzen. Aber am letzten Endes fühle ich mich als Norddeutscher, wenn man mich fragt, doch am ehesten so wie ein Schimmel, der unbeirrt seinen Weg geht und meistens im Regen laufen muss. Aber das macht halt als Norddeutscher nicht so gut aus. Bericht, der das auch nochmal sehr deutlich macht, worum es geht, dass Erfolge möglich sind, dass wir manchmal nicht groß genug denken auch und vielleicht auch ein paar Blickveränderungen vornehmen sollten, die hilfreich sind im Kampf gegen Atomwaffen. Das werden wir auch gleich noch diskutieren. Du hast den Ball zugeworfen zum Vortrag Obrun, schon mit den Abgeordneten unterschriften. Ich sage vorher noch, Volker Ohm ist Rechtsanwalt, auch hier in Bremen. Er ist im Friedensforum aktiv und war viele, viele Jahre in der Anti-AKW-Bewegung. Das ist richtig, ja. Bei Gerlane bin ich auch mit. Gut, Entschuldigung, Gerlane auch. Jetzt zählen wir nicht alle auf, das spielt jetzt eine Rolle, weil ich hier im sitzen. Und Volker hat sich auseinandergesetzt mit der Frage, was war damals, was ist heute, wo sind die Unterschiede, wo sind Parallelen, wo kann man gute Rückschlüsse ziehen und eigentlich für unsere Arbeit kriegen. Liebe Freunde,
Gerd Weisch hat uns in seinem Vortrag vor Augen geführt, und das ist kein Widerspruch zu dem, zu der Einschätzung, zu dem, was Eva gesagt hat. Unsere Bewegung, Friedensbewegung, Antiatombewegung, war in vielen Punkten erfolgreich, aber hat uns auch vor Augen geführt, wie fragil und schutzbedürftig völkerrechtliche Verträge sind, die auf militärische Abrüstung und auf den Schutz der politisch und militärisch schwächeren Staaten abzielen. Die Umsetzung, Erneuerung und Verbesserung von Abrüstungsverträgen müssen letztlich die Friedensbewegungen in aller Welt immer wieder neu erkämpfen. Insofern stehen wir auch gegenwärtig immer noch und wieder vor gewaltigen Aufgaben. Ich möchte mich in meinem Redebeitrag mit der Frage befassen, ob und in welcher Weise sich die Bedingungen für die Bewältigung dieser Aufgaben geändert haben und dabei vor allem den Blick in die Zukunft auf das richten, was vor uns liegt, nicht so sehr auf das, was wir jetzt in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Wenn ich in die Runde schaue, denke ich, ihr wisst alle, was da war. Wie in der Vergangenheit waren auch in diesem Jahr die Gefahren, die von den fortbestehenden Atomwaffenarsenalen ausgehen, ein zentrales Thema unserer Proteste bei den Ostermärschen in Deutschland. In vielen Medienberichten über die Ostermärsche wurden Vergleiche gezogen zwischen den Zahlen der Teilnehmer in diesem Jahr und den Massen der protestierenden Menschen Anfang der 80er Jahre. Natürlich fragen auch wir, auch hier im Friedensforum, beständig, welches die Gründe dafür sind, dass trotz der sich ständig zuspitzenden Konflikte in aller Welt vergleichsweise wenig Menschen mit uns zusammen in Deutschland im Augenblick auf die Straße gehen, um gegen Aufrüstung und speziell die Aufrüstung der Atomwaffen zu protestieren. Eine Antwort können wir uns nur annähern, indem wir untersuchen, welche Veränderungen in den vergangenen 35 Jahren der Zeitspanne einer ganzen Generation stattgefunden haben. Auf den ersten Blick könnte es so scheinen, als sei die Angst vor der atomaren Gefahr in den Altersstufen unterschiedlich ausgeprägt, so als hätten junge Menschen heute weniger Angst vor der Gefahr eines mit Atomwaffen geführten Krieges als damals. Diese Annahme wird auch ein wenig dadurch genährt, dass an den Ostermärschen relativ wenig junge Menschen teilnehmen. Ich glaube aber, dass diese Annahme für sich alleine zu kurz greift. Abgesehen von der Tatsache, dass junge Menschen ihre Sorgen und ihre Unzufriedenheit heutzutage seltener auf die Straße tragen, sondern sie mehr über soziale Medien austauschen, Lars hat in seinem Beitrag beim Ostermarsch auch auf den Punkt hingewiesen, ist nämlich festzustellen, dass auch die Zahl der protestierenden Menschen im Alter zwischen 30 und 80 ziemlich stagniert. Wir müssen also weiter fragen, hat sich die Einschätzung der Weltlage aus Sicht der Deutschen seit dem Streit um die Stationierung von den Schreckenraketen aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses geändert und wenn ja, in welcher Weise? Zur Erinnerung. Der nach 1945 entfachte Kalte Krieg, an dem sich die Bundesrepublik aktiv und massiv beteiligte, eskalierte in mehreren Krisen mit sehr bedrohlichem Charakter, nämlich der Berlin-Blockade 1948, der Kuba-Krise 1962 und dem Streit um die Produktion und Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa zwischen 1979 und 1983. Insbesondere während dieser Krisen wuchs bei den Menschen in beiden Lagern die Angst vor dem Ausbruch eines Krieges unter Einsatz von Atomwaffen. Im westlichen Lager drückte sich diese Angst beispielsweise aus dem Bau von privaten Atombunkern und dem Anlegen von Notvorräten. Broschüren über Zivilschutz vermitteln noch heute einen Eindruck, wie den Menschen von staatlicher Seite das Unvorstellbare eines atomaren Infernos als die wahre Realität vorgehalten wurde. Beispielsweise wurden, du hast schon das Stichwort gegeben dafür, beispielsweise wurden in einer Broschüre, die in den Adventstagen des Jahres 61 als Postwurfsendung an die Bürger der BRD und West-Berlin verteilt wurde, folgende Tipps gegeben, wie man sich im Falle der Explosion einer Atombombe schützen sollte. Ich zitiere: Im Freien, Doppelpunkt, Deckung nehmen, nicht weiterlaufen, von der Lichterscheinung abwenden und die Augen schließen. Im
Fahrzeug-Doppelpunkt sofort anhalten und Motor abstellen. Nach der Detonation Doppelpunkt kurze Zeit liegen bleiben, bis Hitzestrahlung und Luftdruck nachlassen, Gesicht nicht mit ungewaschenen Händen berühren. Mit der Angst vor einem Atomkrieg wuchs bei den Europäern auch die Einsicht in die Notwendigkeit, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Zwar hatten sich die Staaten, die über Atomwaffen verfügten, 1968 im Atomwaffenstaatsvertrag zum Abbau aller Atomwaffen verpflichtet, Gerd hat das ausführlich dargestellt, doch aus dem SALT-1-Vertrag von 1972 für Obergrenzen bei strategischen Atomwaffen blieben, wie er auch gesagt hat, die Kurz- und Mittelstreckenraketen ausgeklammert. In diesem Bereich ging das Wettrüsten untereinander weiter und dann kam der NATO-Doppelbeschluss, nämlich 108 Abschusswaffen für die Pershing 2 und 464 bodengestützte Marschflugkörper vom Typ Tomahawk in Europa an verschiedenen Orten zu stationieren. Jede dieser Waffen sollte einen atomaren Sprengkopf erhalten. Gegen diesen Beschluss entfalteten sich europaweit und auch in den USA massenhafte, machtvolle Proteste. In der BRD unterzeichneten über 4 Millionen Menschen den Krefelder Appell, der den Verzicht auf die Aufstellung neuer Atomraketen, die Abkehr von der militärischen Gleichgewichtsdoktrin und ein atomwaffenfreies Europa forderte. Teile der SPD, des DGB und der Genital sympathisierten mit der Friedensbewegung, forderten allgemeine Abrüstung und die Umstellung der deutschen Rüstungsbetriebe auf die Produktion ziviler Güter. Nach einer europaweiten Umfrage der Gallup Organization waren im November hochgerechnet 2/3 aller wahlberechtigten Bundesbürger gegen die Raketenaufstellung. Ich will nur die Zahlen nennen, ich sage die Ihnen mal kurz, weil die wirklich ermutigend sind, wenn man sich das nochmal wieder in Erinnerung ruft. Mir waren sie auch ein bisschen schon in Vergessenheit, für persönlich vergessen gerade. Die größten Demonstrationen, Herbst 81 in Bonn, 350.000. Brüssel 200.000, Amsterdam 400.000, Juni 82, Bonn 500.000, New York City 1 Million, bei den Aktionstagen heißen Herbst 83 bundesweit 1,3 Millionen, in Brüssel 400.000, Den Haag 550.000, Lissabon 200.000, London 300.000 und so weiter und so weiter. Außerdem gab es Sitzblockaden an Raketenstandorten, zum Beispiel in Kleinerheide, und es gab Menschenketten, Fastenwochen und so weiter. Auch die Ostermärsche mobilisierten von 81 bis 84 regelmäßig Hunderttausende in zahlreichen Städten und Regionen Westdeutschlands. Diese Proteste, die uns heute in ihrem Ausmaß surreal und fantastisch vorkommen, waren keineswegs vergeblich. Zwar wurde der Doppelbeschluss zunächst umgesetzt, selbst konservative Historiker weisen jedoch darauf hin, dass die Friedensbewegung bei den westlichen Militärexperten eine heftige Kontroverse um die Abschreckungsstrategie der NATO ausgelöst habe. Durch den Doppelbeschluss sei der sicherheitspolitische Interessengegensatz zwischen USA und Westeuropa unübersehbar und das gesamte auf Atomwaffen beruhende Abschreckungskonzept unglaubwürdig geworden, weil das Wettrüsten das strategische Gleichgewicht zwischen Ost und West unwiderruflich stabilisiert hat. Mit Sicherheit beeinflussten daher die Proteste die Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion in den folgenden Jahren. Nach der Wiederwahl von US-Präsident Reagan vereinbarten die USA und die Sowjetunion dann die Wiederaufnahme von Gesprächen über Atomwaffen, die anschließenden Verhandlungen führten, wie Gerd gesagt hat, zur Unterzeichnung des INF-Vertrages. Michael Gorbatschow selbst erklärte, und das stützt auch das, was Glashörn gesagt hat, man muss die Herzen von Politikern berühren, treffen. Seine Kontakte zu Vertretern der Friedensbewegung bei einem Kongress in Moskau Februar 87 hätten ihn bewogen, das Problem der Mittelstreckenraketen von anderen Abrüstungsthemen zu trennen. Das habe den INF-Vertrag ermöglicht. Mit der Verschrottung der Mittelstreckenraketen und dem Zerfall der Sowjetunion endete der Kalte Krieg und es trat eine kurze Phase der Entspannung ein. Ein wesentliches Dokument der Entspannung war auch die auf der KSZE-Sonderkonferenz November 1990 unterzeichnete Charta von Paris. In Konsequenz der darin vereinbarten Schaffung einer neuen friedlichen Ordnung in Europa wurde im folgenden Jahr sowohl das militärische Bündnis des Warschauer Paktes als auch die Sowjetunion aufgelöst.
Die von den meisten Menschen in Europa geteilte Hoffnung auf eine dauerhafte Entspannung wurde aber bald zerstört. Die vergangenen 20 Jahre waren gekennzeichnet durch neue, ständig zunehmende Spannungen zwischen den NATO-Staaten und Russland, vor allem aufgrund einer Ausdehnung des NATO-Gebietes und der Erweiterung der Europäischen Union nach Osten und die von der USA, den USA befürworteten Aufnahmebegehren der Ukraine und Georgiens. Gegenwärtig drohen bei dem Kriegsgeschehen, ich fasse das nur ganz kurz pointiert zusammen, gegenwärtig drohen bei dem Kriegsgeschehen in der Ostukraine und in Syrien direkte militärische Konfrontationen zwischen den NATO-Mitgliedstaaten und Russland, die das Potenzial hätten, einen dritten Weltkrieg zu entfachen. Außerdem steuert die Regierung Trump auf eine Kündigung des INF-Vertrages. Der amerikanische Kongress hat für das kommende Haushaltsjahr 58 Milliarden Dollar für ein Programm bewilligt, das ein fahrbares, bodengestütztes Marschflugkörpersystem mit einer Reichweite, die gegen den INF-Vertrag verstößt, entwickeln soll. Nach allgemeiner Einschätzung ist das von mir nur knapp umrissene Szenario des aktuellen Kalten Krieges nicht weniger bedrohlich als die Lage Ende der 70er Jahre. Ich bin sicher, dass die angedeuteten Gefahren auch von großen Teilen der deutschen Bevölkerung erkannt werden. Es ist auch keineswegs so, dass die Drohungen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen nicht mehr ernst genommen würden. Dies zeigt sich in allen Meinungsumfragen der letzten Zeit. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal die Umfragen hier genau vorzunehmen und sie zu analysieren. Auch das mache ich nur sehr knapp. Nach einer Umfrage von YouGov vom Dezember 17 hält jeder dritte Deutsche einen Atomkrieg in den nächsten 10 Jahren für wahrscheinlich. Jeder dritte von wann? Dezember 17. Also keine 6 Monate. Aufgrund dieser als ernst eingeschätzten Gefahr des Atomkrieges lehnt eine große Mehrheit der Deutschen die sogenannte nukleare Teilhabe ab. In 3 Jugendumfragen vom Mai, Oktober 2015 bzw. auch Dezember 17, also auch gerade aktuell, haben sich 61% und mehr Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass die in Büchel stationierten Atomwaffen abgezogen werden bzw. die Bundesregierung auf den Abzug hinwirkt. Das hatte übrigens auch der Bundestag ja gefordert. Einstimmig mit allen Fraktionen wurde die Bundesregierung aufgefordert, nachdrücklich darauf hinzuwirken. 2010. Eine im Februar 2017 durchgeführte Umfrage ergab, dass 71% der deutschen Überlegungen ablehnen, dass sich Deutschland zusammen mit anderen EU-Staaten Atombomben beschaffen sollte. Folgerichtlich ergab eine weitere Folge im September 2007, alles aktuell, 71% der Bundesbürger sind der Meinung, dass die Bundesregierung, die künftige, jetzige Bundesregierung, dem internationalen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beitreten sollte. Wir können also zusammenfassend feststellen, dass die Ablehnung der Stationierung von Atomwaffen auf deutschem Boden in der deutschen Bevölkerung heute mindestens genauso hoch ist wie Anfang der 80er Jahre. Und wenn sich diese Haltung gegenwärtig nicht mehr oder noch nicht wie damals wieder auf der Straße zeigt, so hat das nach meiner Einschätzung mehrere Gründe. Zum einen mag sich im Laufe der Zeit eine gewisse Resignation breit gemacht haben, weil der Abrüstungsbeschluss des Bundestages, von dem wir gerade gesprochen haben, von 2010, von der Regierung schlicht ignoriert wurde. Gravierender ist aber vor allem die Belastung der Menschen mit zusätzlichen Sorgen, die die Ängste vor einem Krieg überlagern. Sorgen, die vor 35 Jahren in einem solchen Maße noch nicht bestanden. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr über die Ängste der Deutschen, das spiegelt sich übrigens kurz auch mit der Frage Ängste der Deutschen befasst, aber keine Untersuchung dazu, sondern keine statistische Untersuchung, zeigt, dass auf den vorderen 11 Plätzen rangieren die Ängste vor Terrorismus, vor politischem Extremismus, vor Finanzkrisen, vor Schadstoffen in Nahrungsmitteln, vor Naturkatastrophen, vor Pflegefall im Alter und so weiter. Erst an 12. Rangstelle rangiert die Angst, dass Deutschland mit kriegerischen Auseinandersetzungen konfrontiert wird. Das ist nur ein scheinbarer Widerspruch in der
Aus der Umfrage lässt sich erkennen, dass die meisten vorrangig platzierten Sorgen die Menschen vor 35 Jahren noch nicht oder jedenfalls nicht so massiv wie heute belastet haben. Daraus ergibt sich, dass die Ängste vor allem betrunken damals mehr in den Vordergrund treten und mobilisieren konnten. Auf wie viel mehr verschiedene Themenbereiche sich Sorgen und Ängste und damit gleichzeitig auch Proteste der Menschen heutzutage verteilen, Themen wie Armut, Umweltschutz, Klimawandel, Steuerflucht und Flüchtlingspolitik, zeigt sich beispielsweise auf den Weltsozialforen oder auf Großdemonstrationen, wie zum Beispiel der Samstagsdemonstration beim G20-Gipfel in Hamburg, bei dem wir beide da waren. Keiner von uns ist kräftemäßig in der Lage, sich gleichermaßen um alle diese Themen zu kümmern, die uns heute bedrücken. Außerdem sollten wir nicht unterschätzen, dass die von den Bundesregierung fortwährend ins Feld geführte propagandistische These, Nuklearwaffen hätten aufgrund ihrer abschreckenden Wirkung der Friedenssicherung gedient, nach wie vor viele Menschen beeinflusst. Dieser Propagandathese werden wir auch künftig mit Aufklärungsarbeit entgegentreten müssen. Und in diesem Zusammenhang wird es auch erforderlich sein, weiterhin der Behauptung entgegenzutreten, Deutschland sei durch den Nichtverbreitungsvertrag zusätzlich auch im 2+4-Vertrag erklärten Verzicht auf den Besitz und den Erwerb von Atomwaffen rechtlich nicht gehindert, eine sogenannte nukleare Teilhabe gegen Büche zu praktizieren. Das ist dringender denn je, weil gegenwärtig über eine nukleare europäische Abschreckungsstrategie diskutiert wird und weil im Rahmen dieser Debatte unter anderem vorgeschlagen wurde, die Modernisierung der französischen bzw. britischen Kernwaffen durch eine deutsche bzw. europäische Kofinanzierung zu unterstützen. Wenn wir dieser staatlichen Propaganda entgegenwirken, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass bei weiterer Zuspitzung des gegenwärtigen Kalten Krieges wieder mehr und auch massenhaft Menschen in Deutschland auf die Straße oder in anderen Formen, wie zum Beispiel in den sozialen Medien, protestieren werden. Das wird insbesondere dann geschehen, wenn die NATO wieder moderne, mit Nuklearsprengköpfen zu bestückende Raketensysteme auf deutschem Boden stationieren will. Damit sollte die Bundesregierung jedenfalls rechnen. Der Koalitionsvertrag enthält zu dem sich anbahnenden Konflikt um den Fortbestand des INF-Vertrages keine klare Positionsbestimmung. Neben dem Bekenntnis zur NATO und zur transatlantischen Partnerschaft heißt es dort, ich zitiere, im nuklearen Bereich setzen wir uns für die strikte Einhaltung des INF-Vertrages ein. Eine vollständige Überprüfbarkeit ist essentiell. Ein russischer Vertragsbruch, für den es begründete Sorgen gibt, hätte erhebliche Auswirkungen, weil derartige Waffen jedes Ziel in Europa erreichen können. Solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Europa stationierten kritischen Nuklearwaffen. Zitat Ende. Diese Formulierung kann man nur so interpretieren, dass sich die Koalition alle Optionen, und zwar auch die für eine erneute Stationierung von Mittelstreckenraketen, offen hält, sofern Russland den von den USA behaupteten, aber bisher nicht bewiesenen Vertragsbruch nicht widerlegt. Was das bedeutet, haben wir im Zusammenhang mit der Syrien-Krise beispielsweise gesehen. Im Hinblick auf die skizzierte Lage ist es meines Erachtens deshalb wichtig, die von ICAN eingeleitete Kampagne für Beitritte zum Atomwaffenverbotsvertrag zu verknüpfen mit einer Kampagne für die Bewahrung und Einhaltung des INF-Vertrages. Und für die Einhaltung der Nichtverbreitungsvertrag NPT und im 2+4-Vertrag eingegangenen Verpflichtungen. Dabei sollten sich alle Initiativen und Organisationen, die diese Kampagne unterstützen wollen, künftig noch besser vernetzen, und zwar sowohl auf regionaler als auch auf nationaler und auf internationaler Ebene. Ich meine, dass Unterschriftensammlungen, Appelle, Demonstrationen und lokale Aktionen im Hinblick auf die genannten Ziele europaweit geplant und koordiniert werden müssen. Hierzu bedarf es einer verbesserten Kommunikation, zumindest zwischen den Friedensbewegungen aller NATO-Staaten.
In England hat die Anti-Atomwaffenbewegung ein mutmachendes Beispiel gesetzt, die auch erinnert an die 80er Jahre, mit einer machtvollen Demonstration gegen die Erneuerung des britischen Atomverbotsprogramms Trident. Stop Trident aus, war die Parole. Diese Demonstration, die am 27. Februar 2016, also noch nicht so lange her, stattfand, an der 70.000 bis 80.000 Menschen teilnahmen, war die größte Anti-Atomwaffendemonstration in England seit über 30 Jahren. Man kann sich die Demonstration auf YouTube auch angucken und die Rede, die Corbyn auf dieser Demonstration gab. Eine verbesserte Vernetzung und Zusammenarbeit der europäischen Friedensbewegung halte ich für besonders wichtig, weil die Bundesregierung darauf drängt, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, innerhalb der EU eine kraftvolle gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik zu entwickeln, die weit intensiver als bisher mit einer Stimme spricht und mit gut ausgestatteten Fähigkeits- und Rüstungskooperationen innerhalb Europas künftig effizienter wird, will sie in Zukunft militärische Fähigkeiten stärker gemeinsam planentwickeln, beschaffen, betreiben. Zitat Ende. Und sie verfolgt weiterhin gemeinsam mit Frankreich den Weg zu einer Armee der Europäer. Vor dem Hintergrund solcher Pläne ist zum Beispiel eine Setzung, jede Setzung einer roten Linie und jede Drohung mit militärischer Intervention gegenüber einem Drittstaat gleich ob von französischer oder sonstiger Seite ausgesprochen. Eine ernste Herausforderung für die Friedensbewegung in allen europäischen Ländern und natürlich auch in Großbritannien. Also die Zusammenarbeit mit, gerade mit diesen beiden, für die Friedensbewegung, diesen beiden Ländern, halte ich für unglaublich. Ich glaube, dass eine verbesserte Vernetzung und Zusammenarbeit alle Friedensbewegungen beträchtlich stärken würde. Sie könnte auch die positive Vision eines geeinten Europas stärken, das ein völlig anderes Europa wäre als die Baustelle, an der die deutsche Bundesregierung arbeitet. Macron erklärte in einer Rede vor dem Europaparlament kürzlich vor wenigen Tagen, die Europäische Union diene dem Frieden. Diese Behauptung würde sich als Lüge herausstellen, wenn die Europäische Union künftig mit eigenen Streitkräften nach dem Vorbild Frankreichs, Englands, Italiens und Spaniens folgen und sich an völkerrechtswidrigen Kriegen und Militärinterventionen wie denen gegen Jugoslawien, gegen den Irak, gegen Libyen, Syrien beteiligen würde. Bei all diesen Interventionen wurden die ablehnenden Haltungen der Staatsbürgerinnen und der Regierung missachtet. Bei dem Raketenangriff auf Syrien von Seiten der britischen und französischen Regierung wurden jüngst noch nicht einmal die Parlamente informiert. In einem kurzen letzten Absatz möchte ich jetzt hinweisen, nur noch auf das, was hier in Deutschland jetzt in den nächsten Wochen stattfinden wird. Gute Ansätze für eine europäische, sogar globale Zusammenarbeit zeigen sich nicht nur in der von Eiken mit IPP und der Lande geführten Kampagne und der Zusammenarbeit der Mayors for Peace, sondern auch in den internationalen Aktionen gegen die NATO, die seit 2009 maßgeblich durch das internationale Netzwerk No to War, No to NATO mitorganisiert wurden, sowie auch in den Protestaktionen der Kampagne Stopp Airbase Rammstein, dazu habe ich ja die Broschüre schon erwähnt. Die Broschüre weist zu Recht darauf hin, dass die Internationalität, das ist ein Zitat, die internationale Zusammenarbeit und Solidarität angesichts einer wahnwitzigen Aufrüstung und Konfrontationspolitik weiter ausgebaut und gestärkt werden sollen und müssen. Zu den für dieses Jahr geplanten Protestaktionen gegen UN-Based Rammstein zählt deshalb auch ein internationales Anti-Basen-Treffen mit Gästen aus 10 Ländern. Die internationale Vernetzung sowie die künftige Zusammenarbeit und Unterstützung anderer sozialer Bewegungen, die meines Erachtens auch genauso wichtig ist wie die Internationalisierung unserer Tätigkeit, werden auch wichtige Themen eines Strategietreffens der Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten am 17.06. in Frankfurt sein. Abschließend möchte ich dann noch darauf hinweisen, dass auf die Protestaktion, die seit dem 26. März unter dem Motto 20 Wochen gegen 20 Atombomben in Bükel stattfinden, das Bremer Friedensforum, wie wir in Jalana rufen, gemeinsam dazu auf,
dass die Bremer Bürgerinnen in der Woche vom 16. bis 22.06. an der Aktionspräsenz in Lüge beteiligen. Eine gemeinsame Hin- und Rückfahrt wird vom Friedensforum organisiert. Interessenten können sich bei Barbara einmelden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.